So, das Jahr ist quasi vorbei und daher gibt es jetzt von mir den Kanalrückblick 2021. So wie wir es letztes Mal auch schon gemacht haben, nur dieses Jahr, dass ich tatsächlich rede und nicht nur Schrift eingeblendet wird. Das Jahr hat angefangen im Februar mit der Vorstellung meines Custom Paxton Modells. Das war deswegen so spät, weil ich dieses Jahr wieder gleich wie letztes Jahr mit dem James-Modell einfach mit etwas Besonderem anfangen wollte. Deswegen kamen auch im Jänner und zu einem guten Teil im Februar keine Videos. Danach, dann Mitte März ungefähr, ist dann der erste Meilenstein von diesem Kanal erreicht gewesen, die 100 Abonnenten. Dann möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei jedem Einzelnen bedanken. Und dann kam relativ bald der Sommer und der Sommer war so ein wenig, ja, es hat zwei Pläne gegeben. Der eine, der umgesetzt wurde, war die Layout-Erweiterung. Der andere wäre gewesen die dritte Staffel meiner Serie. Da ist die erste Folge auch schon fertig produziert gewesen, weil ich mir gedacht hatte, dass ich es nicht mehr schaffe, mit dem Layout anzufangen. Das hat sich dann allerdings doch ergeben und ich bin sehr glücklich darüber und ich werde aller Voraussicht nach dritte Staffel erst anfangen, wenn das Layout komplett abgeschlossen ist, weil ich einfach dann mehr szenaristische Möglichkeiten habe. Ja, dann im Sommer kamen dann eben die vier Videos zur Layout-Erweiterung und danach kam dann, ja, vereinzelt mal eine Folge Trains, meine neue Serie, die ich dieses Jahr auch gestartet habe, und auch die zwei Outtake-Videos von Staffel 1 und Staffel 2 sind dieses Jahr auch erschienen. Danach, im Herbst, habe ich ein Remake zum wahrscheinlich von euch allen bekannten Musikstück Don't Stop Believin' von Journey gemacht. Davon habe ich dann auch ein Outtake-Video hochgeladen oder ein Behind-the-Scenes-Video. Und auf dieses Video bin ich tatsächlich sehr, sehr stolz, weil es einfach ein Video war, an dem ich sehr lange gearbeitet habe. Und ich finde, es ist einfach gut herausgekommen am Ende. Ja, und jetzt im Dezember habe ich, gut Mitte Dezember, habe ich die 200 Abonnenten erreicht. Auch da vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Und ja, auch wenn die Videos dieses Jahr deutlich weniger waren, ich habe dieses Jahr nicht mal 30 Videos hochgeladen auf diesem Kanal, also nicht mal. Nur im Vergleich zu das letztes Jahr waren es deutlich mehr, weil ich letztes Jahr auch wöchentlich Videos gemacht habe. Und dieses Jahr halt einfach nicht. Und das hängt dann auch damit zusammen, dass ich jetzt auf eine andere Schule gehe, wo ich deutlich mehr zu tun habe. Aber ja, nächstes Jahr, das kann ich auch schon versprechen, nicht erst im Februar, hoffentlich noch. Vielleicht sogar nächste Woche oder nächsten 2 Wochen soll das erste Video 2022 kommen. Das wird auch wieder ein großes Projekt, an dem ich jetzt auch schon angefangen mit der Planung habe ich, glaube ich, schon im Sommer. Also da ist auch viel Arbeit reingeflossen und da freue ich mich auch, das vorstellen zu können. Und ja, ich bin gespannt, was 2022 bringt. 2022 war ein gutes Jahr und ich hoffe auch, dass es 2022 mit Corona besser wird, als es dieses Jahr war. Ja, in diesem Sinne habe ich nicht mehr wirklich etwas zu sagen. Ich wünsche euch alle einen guten Rutsch und alles Gute fürs nächste Jahr.